Tag, neue Runde. Tag, Tag. Tag, Doppeltag hier am helllichten. Und Dreifachtag. Genau. Und jetzt kommen die Vögellein wieder. Habe ich einen runtergeschossen? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, die kann man nicht. Ich habe es auch schon ein paar Mal probiert. No. Andere würden die wahrscheinlich sogar mit dem Pusterrohr runterschießen. So, ich glaube, wir können hier lang. Ah, hier ist noch Munition. Ich habe noch nicht mal geschossen. Ja, ich habe trotzdem aufgeladen. So. Ach, hier. Ah. Ich musste eben doch suchen. Boah, jetzt haben wir den Kopf eingehauen hier. Ah, hier ist nochmal Gesundheit. Die haben wir aber. So, hier müsste das sein. Jetzt gibt es aber mehr Schüsse, glaube ich. Mhm. Ich habe auch schon wieder welche gehört. Oh. Alter, das ist wie Musik. Wie du dieses Instrument spielst. Unglaublich. Auf jeden Fall. Ja. Achso, und das habe ich beim Singleplayer auch gemerkt. Wenn du reinrennst, ein paar Zombies tötest und wieder rausrennst, bekommst du keine Kohle. Also, jedenfalls war das bei mir so. Du musst dann wirklich die Hinweise aufdecken. Und wenn du die aufgedeckt hast, dann ist das kein Problem. Ja, dann gibt es einen Fuffi pro Hinweis, glaube ich. Hm, genau. Dann können wir geradeaus. Ich höre nicht. Ja, man kriegt ja für die Zombies Erfahrungspunkte. Hm, das stimmt, ja. Und wenn du das kombinierst, sage ich mal, mit Zombies und einsammeln, kriegst du bestimmt auch noch ein bisschen für die Kohle für die Zombies. Ja. Ich glaube, ich werde diesmal nicht lange durchhalten, weil ich habe so einen Charakter mit nur zwei. Ah, okay. Ah, alles klar, so ein Doppelläufiger, ja? Nee, ich meine einen Charakter mit zwei Lebensbalken nur. Oh. Hier gibt es ganz viel Munition. Brauchst du noch welche? Nee, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja ein Munitionssammler. Ja, das ist echt genial. Also ich liebe ja die Router-Taste. Die mittlere Maustaste. Ich hab mich auch gerade gefragt. Ja. Du was Neues entdeckt hast. Alter, wie hinter dir hinterher läuft. Und ich lade gerade nach. Oh, jetzt hat er mich wieder angesteckt hier. Aber ich habe auch nur zwei Gesundheitsbalken. Das ist ja ein Ding. Aber hier gibt's Heilungen. Hm. Ach krass, das heißt also, wenn du überlebst, aber bist ein paar Mal gestorben, dann behält er einfach nur die Gesundheit, die du quasi beim letzten Tod hattest. Oh, das ist aber eine heftige Nummer, ey. Ja. Ja, ich finde auch mal wichtig. Wichtig ist echt die Kohle. Na, komm her hier. Oh, da sind die Vögel. Vorsicht, da sind die Vögel hoch. Da hinten sind welche da irgendwo. Ach, stimmt, ja. Da sind die Vögel hoch und dieses Viech rennt. Mhm. Und die Hunde hörst du auch. Ja. Vergiss nicht, nach einem Schuss bist du tot mit deinen zwei Balken. Ja. Oh ja, da kämpfen sie, oder? Ja, da hin. Hm. Oh ja, links ballert wer. Ja. Das ist auf jeden Fall ein bisschen näher dran schon. Du. Da. Da? Bis jetzt sehe ich noch niemanden, aber das muss erstmal nichts heißen. Oh, da ballert wer. Bist du das? Nee. Okay. Das ist ziemlich. Das muss jetzt hier links irgendwie sein von mir. Ja. Oh shit.
bleib jetzt hier auch erstmal in der Position, weil ich gucke mich natürlich um. Das ist gut. Weil wenn ich jetzt hier das Tor aufmache, dann habe ich ein Problem. Ich sehe echt keinen da hinten. Ich habe das Gefühl, dass links einer läuft. Oh ja. Hinter dir, glaube ich, oder? Nee. Nee. Nee, da muss bei mir hier mehr sein. Ich sehe keinen, das ist das Problem. Oh, ich sehe ihn da. Hier sind sie beide. Oh. Das sind sogar drei. Oh. Einen habe ich erwischt. Sehr gut, Alter. Kannst du nochmal die Raute anmachen, wo sie sind? Ah, danke. Musst du aufpassen, die sind. Es liegt auch der Tote. Weitergezogen und ja. Ja, ich sehe keinen mehr. Ich höre von links Schüsse. Oh, Scheiße, ich wurde angeschossen. Oh, Scheiße, ich sehe nicht genau, wo das herkommt. Ah, warte mal, doch. Links von dir. Jo, ich habe ihn erledigt. Sehr gut. Mit einem Augenwinkel. Einfach mal links gezogen und abgedrückt. Der hat einen Hut aufgehabt, das war der, ne? Genau, genau. Mit so einem weißen Oberteil. Mhm. Also so einem Helm. Also ich fand ihn ganz schick. War ganz ehrlich, aber. Ne? Keine Sympathie für die Enemies. Ach so, ich muss dich ja wiederbeleben. Ja, erstmal gucken, ob du überhaupt, ne? Nicht, dass du gleich erschossen wirst. Ich zeige nur noch einen einzigen Balken, ja, das ist hardcore. Ja, also auf jeden Fall. Wir können die jetzt aus. Ich plündere jetzt den hier, aber es waren eigentlich drei oder vier Leute hier. Hm. Ich plündere den jetzt einfach. Okay, plünder du den, ich halte so lange die Augen offen. Ja. Ob ich irgendwie cool sehe. Okay, dann plündere ich den hier. Ja. Alter, ich habe einen platt gemacht, das ist ja schön. Alter, aber wie schnell, ey. Einfach nach links, bam. Ah, nein, jetzt. Scheiße. Ja, das war wieder die Leichtsinnigkeit von mir. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Nee, der war echt mies, mies getarnt. So wie ich aber gefallen bin. Hm. Irgendwo da aus dem Busch, oder? Ja, es ist immer so, ich denke mal, dass man, wie man fällt, das wahrscheinlich auch mit der Schussrichtung ein bisschen was zu tun hat. Mhm. Aber. Ja, das ist gut. Da ist aber keiner gerannt. Nö. Ach, da kommt er. Ja! Alter. Arschgesicht. Genau. Penner, Wichser. Entschuldigung. Schneiden wir natürlich raus. Ja. Die sind sehr höflich. Ja. Diese fette Waffe. Oh, der Jäger wurde schon geplündert. Kann ich den anderen nochmal so ein bisschen hier... Also der streichen? Wurde nicht geplündert. Ich kann den plündern. Nee, den linken da. Den... Ach so. Nee, den habe ich ja schon geplündert hier, den hier. Ach so, den habe ich auch nochmal geplündert. Hier gibt es auch noch einen. Ja, hier gibt es... Ach, der hat eine Windfield mit Schalldämpfer. Nee, der hat eine schwarze Witwe, der... Ja, ja, das ist so eine fette Waffe. Oh, das ist gut, weil die ist, die andere nehme ich auch. Weil das Gute ist, das sind teure Waffen, ne? Ja, richtig. Oh, warte mal, wo ist denn die denn hier? Wo ist der Typ jetzt hier um? Ah, hier. Sehr gut, ich plündere den auch. Es gibt Kohle. So, dann sollten wir vielleicht rausrennen oder so. Ja, würde ich auch sagen. Das heißt, hier in diese Richtung. Komm mal mit. Hast du den auch geplündert? Ich hab's eben, na, ich dachte jetzt so in der Eile. Ich hab den jetzt gar nicht mehr gefunden hier irgendwie am Boden.
Wo ist er denn hier? Das weiß ich. Da unterm Baum irgendwo, warte hier. Da so. Ah, Alter, den hast du aber getarnt abgeschossen. Ja. Da sind nur die Waffen. Ah ja, den kann ich noch ausrauben. Sehr gut. Ja. Ich konnte den auch noch. 50 Taler. Ja, sehr gut. Und eine fette Knarre, ey. Gerade theoretisch könnte ich die Knarre, wenn ich sie nicht benutze, so lange in meinem Lager packen und verkaufe die hinterher. Auf jeden Fall. Ja. Mal gucken, wie lange wir rennen richtig. Hm, genau, so schräg geradeaus irgendwie. Oh, oh nein, da ist so ein Feuermensch. Ich gehe mal hier runter. Genau, man kann hier auch ein bisschen ausweichen jetzt. Ja, und durch den Busch rennen ist manchmal sinnvoller. Ja. Alter, ist das eine Waffe. Alter, die rotzt aber was weg, ey. Ach. Das ist eine Schrotflinte, da musst du näher rankommen. Achso, deswegen fallen die immer um und stehen wieder auf. Ja, komm her, eine habe ich noch. Alter, das ist eine sehr teure Waffe sogar. Da kriegst du bestimmt gut Kohle für. Mhm. Mist, wir müssen auf der Seite bleiben. Das ist aber echt so, du kannst dich von unten nach oben hocharbeiten. Das finde ich auch mal eine ganz geile Aktion. Stimmt. Boah, ich habe nur noch einen Balken, der andere ist verbrannt. Das heißt, wenn ich jetzt überlebe, wenn jetzt nicht noch irgendwie was dazwischen kommt, dann habe ich hinterher ein richtiges Problem, wenn ich dann wieder spiele. Ich auch. Ich habe auch nur noch einen Balken. Aber das war auch wieder gut, ne? Drei oder vier haben wir wieder erschossen. Mhm. Stimmt. So, die haben auch die Trophäen eingesammelt. Ja. Es könnte sogar sein, dass die irgendwo hier angerauscht kommen. Weil sie dieselbe Idee haben wie wir. Die sind schon sehr. Die werden eher nach unten gehen, die sind weit weg. Okay. Sehr weit weg. Ja, geil. Ey, schon die zweite Runde überlebt.